Hallo, wieder mal. Macht eigentlich echt Spaß mit dem Ding hier, einen kurzen Zusammenschnitt zu machen mit dem Programm und einfach mal den Senf dazu zu geben. Leute, ich bin in einer ganz großen Sache auf der Spur. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich bin mehr oder weniger zufällig auf das ZDF-Video in der ZDF-Mediathek Berlin direkt vom 10. März, ist also schon eine Weile her. Ich staune, dass das noch keinem aufgefallen ist und da noch keiner was erzählt hat oder sowas. Wird das ZDF jetzt von rechts überrannt oder was ist hier los? Die haben tatsächlich über Nancy Faeser mehr oder weniger gelästert. Aber mehr dazu habe ich eigentlich nie gefunden. Ist dabei geblieben wahrscheinlich. Und Nancy hat es ja wahrscheinlich auch nie gesehen oder sich zumindest nie zu Herzen genommen. Und hat trotzdem dann die sag mal Korrektiv und trotzdem die Zeitschrift kompakt verboten. Keine Ahnung, was hier schief läuft. Ich spiele mal an hier. Harte inhaltliche Auseinandersetzung ist Kernbestandteil von Demokratie. Zu den größten Herausforderungen zählt damit unter, die Meinung des anderen auszuhalten. Das aber muss sein, so will es das Grundgesetz, solange diese Meinung des anderen nicht darauf abzielt, unsere demokratische Grundordnung abzuschaffen. Dieses Grundprinzip schien für manchen jüngst jedoch in Frage gestellt. Und zwar von der Ministerin, die qua Amt für das Grundgesetz und damit für den Schutz der Meinungsfreiheit zuständig ist. Dringend nötige Vorsorge in besonderen Zeiten, sagen ihre Fürsprecher. Prinzip völlig missverstanden, ihre Kritiker. Heike Slanski. Was darf der Staat im Kampf gegen den Rechtsextremismus? Bundesinnenministerin Faeser weitet die Kompetenzen ihrer untergeordneten Behörde, dem Verfassungsschutz, aus, verschiebt ganz nebenbei die Grenzen des Sagbaren. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Ja, was ist denn verhöhnen? Verhöhnen ist nicht anderes, als sich drüber lustig zu machen, also Satire. Das sollte schon noch erlaubt sein. Ein Angriff auf die Meinungsfreiheit? Grundgesetz Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Verfassungsrechtler sind über Faesers Ankündigung alarmiert. Wenn Frau Faeser, die eigentlich dafür zuständig ist, die Verfassung auch zu schützen, und sagt dann, bestimmte Dinge darf man nicht sagen, dann ist das so eine erschreckende Unkenntnis oder so eine erschreckende Negierung der Meinungsfreiheit, dass mir um die Demokratie Angst und Bange wird. Da hat man so richtig das Gefühl, Frau Faeser ist auf einer Mission. Sie kämpft jetzt gegen den Rechtsextremismus und alles, was im Weg steht, wird beiseite geräumt. Wird der Staat übergriffig? Heiligt der Zweck jedes Mittel? Künftig will der Verfassungsschutz nicht nur auf strafbewehrte Delikte achten, sondern Denk- und Sprachmuster frühzeitig erkennen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, im Rechtsextremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu achten, denn es geht auch um verbale und mentale Grenzverschiebung. Wir müssen aufpassen, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht in unsere Sprache einnisten. Wie frei sind die Gedanken? Der Verfassungsschutzbericht 2021 enthält mit Rückendeckung der Politik eine neue Rubrik: Delegitimierung des Staates. Die Akteure dieses Phänomenbereichs zielen darauf ab, so heißt es, wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtungen erheblich zu beeinträchtigen.
wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen. Ist das nicht die Meinungsfreiheit? Und wenn man die Entscheidung verbietet, ist doch die Meinungsfreiheit außer Geltung gesetzt oder etwa nie. Als Beispiel werden Proteste gegen Corona-Maßnahmen genannt oder die politischen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels. Der Begriff der Delegitimierung des Staates ist ein Begriff, der in der Tat vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingeführt worden ist. Dieser Begriff ist natürlich in einer Weise unbestimmt, man könnte auch sagen schwammig, dass hier auch die Gefahr besteht, dass bereits pointierte, vielleicht auch überspitzte Kritik an Politik, Staat und Regierung als Delegitimierung begriffen würde und damit möglicherweise unzulässig wäre oder ein Fall für den Verfassungsschutz wäre. Auch hier muss man sagen, kommt dem Staat, kommt der Regierung keine Deutungshoheit über den Begriff zu. Der Versuch, den Meinungskorridor einzuschränken, komme besonders in Ostdeutschland nicht gut an, meint Rechtsextremismus-Experte Brotkopp, der sich so auch ein Stück weit den Rückhalt für die AfD erklärt. Das alles kommt einem gelernten DDR-Bürger durchaus bekannt vor. Das gab es in der DDR auch und nannte sich staatsfeindliche Hetze. Und deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr, sehr... Wir sind ja aufgewachsen, das haben wir unser ganzes Kindheit und Jugend, wie soll ich sagen, Feingefühl entwickelt, um das zu merken. Und heutzutage brauchst du schon kein Feingefühl mehr. Du wirst ja ständig darauf hingewiesen, dass du nichts mehr darfst und nichts mehr geht. Sensibler Punkt und man sollte davon Abstand nehmen, aus meiner Sicht, bin ich fest von überzeugt, den Staat mit repressiven Elementen auszustatten und die immer weiter zu stärken. Es geht darum, die Probleme zu lösen, die es in diesem Land geht und mit Kritikern vernünftig zu reden, um sie von einer anderen Meinung zu überzeugen. Das Eintreten für die wehrhafte Demokratie. Faeser und Paus propagieren dazu das ebenfalls umstrittene Demokratiefördergesetz. Kritiker, auch aus den eigenen Reihen, halten es für verfassungswidrig. Wer die Demokratie schützen will, sollte sich selbst in den Grenzen des Grundgesetzes bewegen und sich an dessen Prinzipien halten. Es gibt bessere Ideen, die Demokratie zu schützen. Und soweit wir politische Bildung zum Beispiel brauchen oder Prävention gegen Radikalisierung, Beratung von Opfern und Ausstiegsberatung, ist das Aufgabe der Länder und nicht des Bundes. Und insofern ist dieses Demokratiefördergesetz die falsche Antwort auf die Herausforderungen für die liberale Demokratie. Setzt sich die Regierung über die Verfassung hinweg? Unterwegs auf schmalem Grat im Dienst der vermeintlich guten Sache. Ja, genau. Ja, ich staune eigentlich, dass sowas das ZDF bringt. Was da schiefgelaufen ist, dass die aktuell die Regierung angreifen. Keine Ahnung. Ja. Weil das gerade zum Thema passt, würde ich euch mal gerne noch zeigen, was Bärbel Bohley gesagt hat. Bärbel Bohley werden wahrscheinlich nicht mehr viele kennen. Das war eine Bürgerrechtlerin zum Ende der DDR. Ja, also 1991, inzwischen ist sie ja 2010 oder 11 oder so ungefähr, ist die gestorben. 1991 hat Bärbel Bohley Folgendes gesagt. Ich habe jetzt leider nur diese Computerstimme hier gefunden. Die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen, um sie dann zu übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen, das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten,
viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert. Wie recht sie hatte. Man hat eigentlich den Eindruck, wir sind schon wieder mittendrin.